Im Handelsblatt vom 25. Juli 2024, Donnerstag, wird eine Umfrage aus den USA veröffentlicht zum Thema Präsidentschaftswahl. Da wurde nach den Kompetenzen in verschiedenen Bereichen der beiden Kandidaten gefragt. Kamala Harris hat demnach die größten Kompetenzen im Bereich LGBTQ, Abtreibung und Umwelt. Trump hat die besten Werte im Bereich Einwanderung, Außenpolitik, Inflation. Und da denke ich mir, wenn das jetzt eine zuverlässige Umfrage ist, da habe ich ja immer meine Zweifel, aber wenn die jetzt im Handelsblatt gezeigt wird, denke ich mal, sollte sie einen gewissen Wert haben. Ja, da denke ich mir, das kann doch nur für Trump sprechen. Also die LGBTQ und Abtreibung sind jetzt, glaube ich, nicht die Themen, die die Masse der Amerikaner bewegt. Anders dagegen Einwanderung, aber vor allem Inflation, das ist es doch. Dazu noch Außenpolitik mit Ukraine oder Israel. Klar ist er da kompetenter und das interessiert die Leute. Harris ist dann auch noch, wie gesagt, Umwelt und Bildung, Gesundheit besser. Trump im Bereich Waffen und Kriminalität auch natürlich. Das ist ja auch was, was die Leute bewegt. Was aber schon dubios oder fast lächerlich ist, dass in diesem Artikel dann von ausgeglichenen Kompetenzen geschrieben wird. Kann man Kompetenzen im Bereich Wirtschaft oder Inflation gleichstellen mit Kompetenz für, ich sage es einfach platt, für Wokeness oder für Abtreibung? Ich glaube nicht, also zumindest nicht im Interesse der Bürger, der meisten. Heute ist der 30. Juli 2024, Dienstag. Ich hoffe, das ist tatsächlich so, dass Trump der Favorit ist und er auch diese Favoritenrolle bestätigt. Schönen Tag noch, ciao.